Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Switch. Mein Name ist der Schansen und wir gehen direkt weiter. Im letzten Part, wenn ihr es gesehen habt, waren wir in diesem Krähennest. Vielen Dank an den YouTuber Sniper, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und... oder Abonnent. So, hier bin ich draufgegangen. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt unsere Richtung. Und zwar ist das Zens Festung. Warum bin ich draufgegangen? Weil ich dumm war und gedacht habe, die Schlangenmenschen, die da rauskommen gleich, sind nicht so die Highlights. Hier ist eine Falle, die ist mir aber erst schwer aufgefallen. Seht ihr diese Platte? Die ist so, ja, wie man sieht, ist die so ein bisschen erhöht. Und wenn man drauf tritt, dann kommen da Pfeile raus. Im ersten Mal habe ich es nicht gemacht. So, war hier. Mal laufen. Jetzt werden die vielleicht hinter mir getroffen. Na, nicht alle, aber ein paar. Und wir können uns gemütlich um die hier kümmern. Weil er nicht mehr so viel Energie hat. Oh. Muss ich schon aufpassen. Oh. Ey, und die haben eine ganz schöne Range. Und das Problem dabei ist auch noch, dass die echt gut austeilen können. Reicht aber. So, den ersten erledigen wir. Dann erledigen wir auch. Oh. Diese Schlangen, dass sie überall hängen. Da. Gut. Ja, klappte nicht so. Ich bin die ersten Mal, bin ich zweimal in diese Falle reingelaufen und habe immer diese Pfeile abbekommen. Immer nur ein, zwei Pfeile, aber auch die nehmen Schaden. Heilen. Aber viel weiter als in diesem Vorraum bin ich nicht gelaufen. Also, ihr seid sozusagen live dabei. Jetzt kann man ruhig rübergehen, es passiert ja nichts mehr. So, da oben. Leuchtet was? Das haben wir meinen. Eine Seele. Hm. Offenen Arm empfangen, wie man sieht. Okay. Wieder ein paar Geschicklichkeitseinlagen. Da liegt eine, jemand, da liegt einer und da unten sind Schlangenmenschen. Das ist sehr groß hier alles. Hier gucken wir mal. Müssen wir noch rüberlaufen, ne? Gucken wir mal. So. Oh, da schießt jemand auf mich. Da ist noch ein Gegner. Okay. Wer schießt denn da auf mich? Ich sehe das gar nicht. Ach, da unten. Ah, da unten ist ein Viech. Okay. Wir versuchen mal vorbeizukommen. Oh, getroffen zu werden. Aha. Wieder so Statuen. Da geht es nach oben. Oder ich muss gucken, muss ich mich mal um diese schießenden Typen kümmern. Ey, guck dir das an. Da komme ich gar nicht hin. Okay. Hier ist die andere Richtung. Da kann ich den mit dem Pfeil vielleicht treffen. Wo schießt er denn? Nur der Typ von da unten? Ne, da oben ist einer. Ah, okay. Gut, warte mal. Versuchen wir den mal mit dem Pfeil und Bogen zu erwischen. Ja. Wollte eigentlich nicht dahin schießen. Okay, der trifft mich ganz gut. Das ist natürlich schlecht. Hm, können wir vielleicht von hier drüben hängen? Da. Ah, ja, treffe ich ihn? Nee. Okay, dann trifft er mich aber auch. Macht nicht so viel Sinn. Okay, da kommen wir jetzt nicht ran an den Typen. Das ist natürlich schade. Dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir ja von der anderen Seite bekämpfen oder so. Und hier vielleicht? Ich probiere es von allen Seiten jetzt einfach mal. Vielleicht kriege ich ja den noch irgendwie erwischt. Ich bin immer der Typ, der den einfachsten Weg geht, ich weiß. Eigentlich müsste ich ja treffen, aber er trifft wahrscheinlich nur die Wand, ne? Ja. Oh.
Na, guck mal. Hä? Dann holen wir uns jetzt. Okay, man kann die Dinger treffen leider auch. Ist natürlich schlecht. Alter. Da. Ja, verballern mal meine Pfeile hier. Ich kann auch mal kurz warten eigentlich, ne? Aber ich warte eigentlich nicht. So. Okay. Ist ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Aber so bin ich auf sicheren Seite, falls jetzt ein Gegner kommt, dass mich da mich die ganze Zeit abschießt. Okay, ich hätte ihn wahrscheinlich auch von hier treffen können. Na gut, zu spät. Ach, hier müssen wir rüber, okay. Okay, hier ist ein bisschen eng. Na, Digga. Wo wollen wir denn hin? Bis zur Mitte? Oh! Na hoch! Oh! Ei! Uiuiui! Oh! Ich wäre bei einer Runde gefallen jetzt hier. Oh. So. Heilen wir uns mal kurz. Oder reingehen? So, danke nochmal an den Tipp mit dem Schild. Es wiegt, ist leichter, hat eigentlich die gleichen Resistenzen wie die anderen. Hier ist nichts drin. Jetzt war nicht eine Truhe. Yes. Eine Truhe. Was drin? Eine große Scherbe. Immer gern genommen. So. Ist immer so. Man hat immer Angst. Bei jeder Ecke, wo man rumgeht, finde ich, hat man Angst. Hier. Was gehen wir geradeaus erstmal weiter? Okay. Wurde da jemand erwischt? Oh, der lebt noch. Okay, dann kommt er vielleicht hier rein. Da. Okay, jetzt die Frage, ob wir nach unten gehen. Oh. Ja, wir gehen nach unten und sind tot. Oh, shit. Oh, so einfach ist das Spiel, wie man sieht. Na gut. Das passiert, das passiert. Kann man nicht ändern? Allerdings haben wir ganz schön langen Weg, weil wir müssen natürlich das Ganze. Obwohl, so weit war das gar nicht, ne? Scheiße. Nun gut. Ja, ich würde ganz gern das hier aufrüsten. Ich habe leider nicht so viel Menschlichkeit. Ich habe irgendwie 2 oder 3 Stück nur noch. Oder 2 oder 3. Und ich glaube, es reicht nicht, um das auf 20 zu machen. Aber. Schauen wir mal. So. Vielleicht klappt das jetzt ja mit der Bodenplatte da. Das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt. Wir machen mal so. Warten, bis die beiden kommen. Jetzt. Und laufen. Okay. Hat ein Pfeil nur getroffen, leider. Aber jetzt geht's los. Komm her. Warum er eigentlich den Typen da nicht trifft, oder? Müsste doch eigentlich seinen Gegner auch treffen. Okay, einen habe ich erwischt. Dann auch. Na komm her. Also gegen zu zweit sind die echt gefährlich. Alleine, naja. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel gefarmt. Also ich habe schon hochgelevelt, weil ich einfach immer, ich fand immer, ich war so unterlevelt irgendwie. Und naja, aber so ist es denn. Habe ich, mache ich. Das Spiel bietet ja die Möglichkeit zu farmen, also von daher finde ich, ist es legitim, das zu tun. Vielen Dank nochmal mit dem Waldstück da, wo ich gegen den Wolf gekämpft habe. Kann ich euch kurz erzählen. Eigentlich wollte ich nur farmen, weil ich einen Tipp bekommen habe, den Schlüssel zu kaufen beim Schmied hier, habe ich gemacht. Und was passiert? Wir gehen da rein, keine Nebelwand und nichts und plötzlich steht da ein Boss. Und ja, dann habe ich den gekillt. Ging nicht anders. Und ja, das kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Ich habe auf Twitter aber ein kleines Video hinterlegt. Die letzten 30 Sekunden könnt ihr euch anschauen. Oh. Also von daher schaue ich euch das gerne an, das Video.
Ist kein Highlight jetzt, wie ich da gegen ihn gekämpft habe. Es war jetzt auch nicht super schwierig für mich, weil es beim ersten Mal geklappt hat. Oh, Mist. Aber, muss auch sagen, es hat auch mega Spaß gemacht. Das ist die Frage, erledigen wir den wieder mit dem Bogen? Ja, machen wir. Gut. Ja, naja, zumindest, ja, ist es schade, dass ich das nicht zeigen konnte, weil der Kampf war wirklich irgendwie ganz cool. Und der Wolf sieht auch sehr imposant aus und, ja, macht schon Spaß, dem anzugucken. Eine kleine traurige Geschichte hinterher, wurde ich von Herrn Nintendo auf Twitter darauf aufmerksam gemacht und habe mir diesmal durchgelesen. Ja, ist ganz, ist echt super gemacht, muss man sagen. Oh! Scheiße. Oh, warte. Leben ja noch. Wie uncool ist. Oh. Verdammt, das leben wir hier zwar, aber jetzt sind wir ganz runtergefallen. Och, scheiße. Und da unten ist so ein blöder Dämon. Das ist natürlich ärgerlich. Können wir hier irgendwo hochkommen? Die Treppe hier? Leiter? Natürlich jetzt nicht so viel verloren. Das waren 1000 Seelen, die ich nur hatte, die ich verloren habe gerade eben. Problem daran ist eigentlich nicht die Seelen, dass ich da eine Menschlichkeit bei hatte und ich irgendwie alle Menschlichkeiten behalten wollte. Okay, wir müssen da runter auf jeden Fall, weil hier gibt es keinen Leiter oder so. So, der Dämon ist ja noch da hinten. Da kommt jetzt. Nein, der kommt direkt. Ah, der schießt doch gleich. Der kommt auch. Ah, hier bin ich aber echt extrem langsam. Aber warte. Ich habe eine Idee. Wir haben diesen Eisenring bekommen und ich habe erfahren, dass der Eisenring einem hilft. Wo ist denn der? Denn hilft hier normal laufen zu können. Perfekt. Okay. Danke für den Tipp dafür. Jetzt wäre ich ganz schön aufgeschmissen gewesen, wenn ich hier so rumgekrebst hätte. Da ist da noch einer. Alter, sind zwei. Okay. Eieiei, der hat auch eine Range immer, ne? Und er haut auch natürlich hier komplett durch den Balken durch. Ist gar kein Problem für ihn. Wir müssen ein bisschen hier hin locken, dass wir ein bisschen freies Kampffeld haben. So, versuchen wir mal. Okay, aber wir hauen schon ganz schön Schaden raus. Das heißt, wir könnten den besiegen. Wäre etwas schneller als gedacht. Warte mal. Okay. Müssen wir schon aufpassen hier? Hm. Weg hier. Trinken. Es ist ja eine fiese Umgebung hier, ne? So. Das Coole ist natürlich, dass die natürlich diesen Dämonen-Titan nicht fallen lassen, wofür wir wieder ein paar Sachen verstärken können. Aber trotzdem weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich hochkomme. Hier gibt es auch einen Weg. Perfekt. Das
denn da hin? Oh. Das gibt's doch nicht, ist noch einer. Ey, sag mal, wie viele sind da von denen hier? Da unten ist auch noch einer. Okay, sollen wir den trotzdem probieren? Und zwei! Hinter ist auch noch, hinter ihm ist noch einer. Das sind jetzt hier schon Standardgegner wahrscheinlich. Oh. Komm hier auch nicht weg gerade. Und jetzt schießt der von hinten auch noch. Okay. So, kurz mal weg. Ich weiß nicht, ob er hier durchkommt. Aber anscheinend nicht. Okay. Puh. Halten wir es mal kurz. Die Frage, ob wir die beiden überhaupt machen sollten. Natürlich immer so ein Dämon-Titanit, oder wie es heißt. Aber vielleicht nehmen wir uns erstmal den hier vor, weil ich weiß auch nicht, welchen Ausweg es gibt. Wir nehmen uns erstmal einen einzelnen vor hier. Das kommt mir irgendwie leichter vor. Nein. Wollte ich meine Heilung, habe ich das versaut. Scheiße. Ihn rauslocken, damit hier ins freie Feld kommt. Weil ich fand, da hinten ist es wesentlich leichter zu kämpfen als hier. Ich weiß nicht, ob er ganz so weit rauskommt. Ah, langsam ist er auf jeden Fall. Na komm. Guck mal. Aber er kommt. Hängt fest, haha. Und er schießt nicht. Oh, jetzt. Wir machen ihn kalt jetzt. Nervt mich eh. Okay. Auf die Oldschool und leicht easy Art. Man kämpft halt wie ein Jäger, ne? WoW zum Beispiel habe ich immer gehasst. Wenn Leute irgendwie Jäger waren, das war einfach nur nervig. Oh, hier liegen so ein paar Sachen. So. Eine Seele, super. Was ist hier drin? Eine Sense. Eine Sense? Sense? Gucken wir das mal an. Großsense? Ne, die Sense, ne? Okay. Gut, aber so eine Sense ist natürlich, dass sie eine bessere Reichweite hat. So, jetzt müssen wir aber. Hier kommen wir. Geht's hier irgendwo hoch auch vielleicht? Mit Glück. Also hier komme ich auch nicht. Wie komme ich denn nach raus hier? Alter, dieser Tipp mit dem Eisenring war Gold wert. Hätte es uns nicht gewusst, was ich hier unten hätte machen sollen. Geht's da hinten hoch? Hab ich irgendwas übersehen? Guck mal, ah, da sind Stufen. Aber jetzt weiß ich ja, dass ich die mit dem Bogen erledigen kann. Vielleicht kann ich den hier auch erledigen mit dem Bogen. Wenn er hier hinkommt. Erstens mal. Er kommt. Weiß nicht, aber vielleicht kommt er ja auch bis hier hin zur Kante. Okay, 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 okay. Hat verstanden, hat verstanden. Okay, wir haben das Glück genug herausgefordert. Lassen wir die beiden einfach mal da sein. Ich glaube, es ist echt schwierig, sich mit zwei Leuten anzulegen hier. Wo ich Bock drauf hätte. Da kommt nicht dichter.
Okay. Alter. Hat auch eine Reichweite. Haut da immer wieder ab, ne? Schau dir das an. Weiter kommt. Okay, man kann mal wieder hier reinrennen. Vielleicht heilen. Da hinten schießt leider auch die ganze Zeit, das ist natürlich echt blöde. So, mit einmal. Wir versuchen es jetzt erstmal so. Hoffen wir mal, dass es klappt. Wenn nicht, wäre es ärgerlich, aber wir hoffen mal, dass es klappt. Ich würde jetzt einfach mal wieder rangehen und wieder rangehen und wieder rangehen. Und den irgendwie versuchen zu killen. Oh. Kann das schon dauern? Ah, Mist! Hätte ich doch treffen müssen. Okay. Ah. Oh, sind beide. Okay, jetzt wird's eng. Ah. Sind beide natürlich sehr dicht dran. Oh, schnell. Okay, das war natürlich. Hab ich zu viel gewollt? Hab ich zu viel gewollt? Nun gut. So ist es. Gut, aber runter müssen wir jetzt sowieso, weil jetzt liegen unsere Sachen alle da. Mal sehen, was passiert. So, komm, komm, komm. Ja, aber es ist natürlich das Spiel, ne? Es sind aber auch gegen zwei Gegner, ist auch echt hart. Leider konnte ich da auch nicht mit dem Kniff oder so irgendwas machen. Das Problem ist, wenn ich reingehe, dann schießt der andere natürlich die ganze Zeit von hinten auf mich. Oh. Warte mal. Da. Das Nervige ist, also ich muss jetzt den ganzen Weg wieder dahin. Ich weiß eigentlich nicht genau, wie ich runtergekommen bin, aber das finden wir schon raus. Holen wir unseren Kram wieder. So.
ruhig sein. Aufgespießt werden. Man wird ja wahrscheinlich auch runtergeschubst, was sehr ärgerlich wäre. Ja. Ja? Was ist, wenn die so vor einem laufen? Vor einem liegen, nicht laufen, sondern liegen. Man kann nichts dagegen machen. Die sind da einfach. Ja, da war der Heini, ne? Ja? Mal schneller den abzuschießen, das ist natürlich ganz cool. Okay, da sind wir das letzte Mal runtergeknallt, was natürlich blöd ist. Aber irgendwo sind unsere Sachen da unten und hier dürfen müssen wir jetzt rüberkommen. Frage wie? Das sollte man. Okay. Gut. Ah! Die hab ich gar nicht gesehen, die. Krass! Oh, Glück gehabt. Die war beim letzten Mal nicht da, oder? Sonst hat sie sich nicht aktiviert beim letzten Mal. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich gehe mal hier runter, weil es muss ja irgendwo muss ich hier runterkommen. Zu meinen Sachen wieder, und das muss ja hier irgendwo sein. Hilft jemand? Wo kommt eine Kugel? Mir? Oh. Ja. Okay, aber hier kommt man nicht weiter runter, ne? Ne. Shit. Wo muss ich ja. Irgendwo muss es ja runtergehen. Hier durch? Oh, warte mal. Vielleicht hat er einen geheimen. Dann hier bewacht. Okay, okay. Ist die Frage, wie wir da runterkommen, ohne da runter springen zu müssen. Das war ja wirklich ein langer Sprung da runter. Wir können auch hier längs gehen. Oh. Kugeln. Runter. Und das für ein Schwachsinn, ist hier eine Murmelbahn? Ja, aber kann man hier noch weiter runter irgendwie? Nicht, ne? Gut. Auf jeden Fall längs. Denn irgendwo muss es hier runtergehen. Da sitzt doch der Heini, der vorher vorne saß, ne? Reden? Oho. Ah, wo kommen Sie? Splendid news, I tell you. Was hat er noch zu erzählen? Ah, so you see my fight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too plump to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Perhaps I could try some rolling. No chance. My head would spin. Okay, lassen wir das gleiche. Okay, ja. Hier rein? Ja. Gibt's bestimmt irgendwas. Ist da auch noch weiter runter? Nee, da geht's nicht weiter runter. Nur die Tiefe. Einfach mal rein. Also wie komme ich denn zu meinem Kram denn da? Kann ich da wirklich nur wieder runterhopsen den Weg?
müssen wir das machen. Scheiße. Vielleicht können wir von da, können wir hier noch weiter runtergehen. Dann mal hoch. Hinten liegt auch noch was. Guck mal da denn hin. Ja, den Weg auf jeden Fall nicht. Okay, also wir versuchen nochmal hier runter zu hopsen dann. Den anderen Weg, damit wir. Vielleicht können wir von da oben ja auch schon ein paar von diesen Leuten ausschalten. Gehen ja recht viele rum. Klappt, wir versuchen es mal. Ne, komme ich nicht runter. Hier wurde ich hier runtergehauen und landete ich da. Aber ich müsste eigentlich nur auf der Brücke landen. Von, also die zweite Brücke da. Das versuchen wir mal. Jetzt hier rauf springen. Okay, dann könnte man auch von hier die vielleicht treffen. Versuchen wir mal. Kann gar nicht so weit runterziehen, der Scheiß. Okay, dann müssen wir die anders auf die altertümliche Art, herkömmliche Art killen. Ich glaube, ich springe runter auf einen drauf. Geht das? Nee. Nicht? Oh, verdammt, Axt. Los, komm. So. Alle drei tot. Heilen wir uns mal kurz. Und noch einmal. Und fertig. Und hier wieder runter. So. Wir haben alle gekillt hier. Aber unsere Sachen liegen hier noch. Weg da, du Schlangenheini. Würde ich ganz gern wieder haben. Oh! Nein! Scheiße! Ich konnte sie nicht einsammeln vor. Okay. Jetzt lassen wir die links liegen, die beiden, weil jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. So ist das. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber. Kann ich aber diesen anderen Ring aufsetzen, reinsetzen. Wie war das? War das der Ring überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ja. Falschen Ring genommen? Das war den habe ich drin. Den wollte ich drin haben. So. So nochmal. Zack. Den. Zack. So. Jetzt mal heilen wir uns nochmal. Und dann scheiß auf diese beiden. Obwohl. Jetzt haben wir ja schon diese beiden Dämonen gekillt. Das müsste auf jeden Fall für ein Upgrade reichen hier. Gucken wir mal nach. Well, I don't use it, need anything for. Ja, und zwar meine Waffe. Ach, das war ja mein. Na egal. Ich habe eh keine Kohle, das war ja auch nicht das Schwert hier. Nun gut. Gehen wir das Ganze jetzt nochmal an. Und diesmal gehen wir nicht mehr runter zu den Titan-Dämonen, denn das macht überhaupt keinen Sinn. Und die lassen wir einfach mal. Packen sein. So. Boah, es ist auch schon wieder eine halbe Stunde auf der Uhr. Geht echt schnell die Zeit hier unten. Und wir sind noch nicht mal weit gekommen. Wie ihr seht, sind wir immer noch am Anfang. Aber jetzt beeilen wir uns ein bisschen. So, warten wir.
los geht's. Ah. Aber zwei wurden getroffen. Also jeder wurde einmal getroffen, glaube ich. Oh. Okay. Der andere wurde gekillt direkt, kann das sein? Ne, der ist noch da drin. Der ist gar nicht mitgekommen. Seeviech. Der sitzt noch da oben. Ja, und ich drehe mich um von ihm. Wie dumm. So. Okay, jetzt heile ich mir mal schnell. Ich bin ein bisschen auf Sicherheit immer getrimmt. Ich muss immer heilen irgendwie. Weiß nicht warum. So. Gut, scheiß auf den Typen. Wir sammeln eh ein paar. Wir sammeln eh viele. Viele Seelen noch ein hier unterwegs. So. Nein! Oh! Und jetzt werden wir von oben getroffen. Okay, wir schauen uns wieder hier unter die Brücke. Komm her. Oder ist auch noch irgendwann eine Seele, die wir noch herholen können. Das nervt so ein bisschen, dass diese Schlange mal voreinlaufen, finde ich. Nütz. Also liegen, nicht laufen, sondern dass sie da rumliegen. Nervt einfach nur. So. Okay, ich habe keine Lust mehr, darunter zu gehen. Das machen wir nicht mehr. Das war's. Auf den Sack. Achso, ihn müssen wir erst killen. Ja, stimmt. Und wieder von hier unten. Ja, ganz gut. Perfekt. Okay, jetzt haben wir getroffen. Was sind doch hier eher? Hey, das klappt das jetzt nicht mehr. Schade, na gut. Heilen. Das klappt ja doch die ganze Zeit. Und jetzt klappt es wieder nicht. Also was sind das für... Ab und zu ist Dark Souls wirklich merkwürdig. Okay, ist irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, nein! Geil, ne? Super Zauber. Hat gar nichts gebracht hier gerade. Da stimmt auch irgendwas mit der Kollisionsabfrage hier nicht. So. Also ab und zu, weiß auch nicht. Ab und zu blicke ich ja nicht ganz so durch, was hier so richtig läuft oder falsch läuft. Oh, hier müssen wir aufpassen wieder. Zu gierig sein? Oh, hier war eine Platte, müssen wir so drüber laufen. Und gut, jetzt lassen wir das alles in Ruhe da. Das interessiert uns nicht mehr. Wir gehen jetzt hier draußen raus. Gab's da nichts? Ob wir da irgendwie noch. Aber hoch geht's bestimmt auch nochmal. So, mal hochzulaufen. Klappt. Hier geht's auf jeden Fall links wieder rein. Da ist ein Nebelwand. Ach, scheiße. Ihn da oben erstmal killen. Haben wir keine Kugel mehr? Doch, da. Warte mal kurz die Kugel. Okay, ich habe nichts gekillt. Da kommt noch eine Kugel, rennen wir da oben rein.
Oh. Da renne ich da auch noch echt rein, ne? Komm schon, ne? Warten wir. So, hier kann man doch irgendwo runter, ne? Nicht unten eine Seele irgendwo? Nein! Oh, okay, war nicht so weit. Aber. Okay. Also Stichwaffen sind schon ganz ein Highlight. Um mal langsam ranzukommen. Ich verstehe, ich krieg das noch nie hin, dass ich mich langsam ranschleichen kann. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Aber ich hätte weiter oben runterspringen sollen. Dann hätte ich auf jeden Fall die Seele erwischt da. Gucken wir nochmal. Oha. So, jetzt müssen wir noch hier irgendwie runterkommen, oder nicht? Ein Schotel, was immer das ist. Jetzt wieder runter. Okay. Naja, ich nehme einfach mal alle. Wir können uns nicht mehr heilen, leider. Aber wir können was trinken. Gluck, gluck, gluck. Ja, los. Wert. Also ich finde das mit, ach, warum lassen sie die Leichen nicht einfach auflösen? Oder wenn sie tot sind, dass sie dann keine, nicht mehr im Weg liegen können. Das wäre noch viel besser. Wenn die Kollisionsabfrage einfach wird. Ist so cool. Hoch. Ne, das schaffen wir nicht. Erstmal hier rein. Oh, los. Vor gehen wir auch noch, aber erstmal gehen wir eine hoch. Da wo der Magier stand. Was hier drin ist noch. Wo auf dem Boden hier irgendwas ist. Leider oder so. Sich bewegt. Noch eine Kiste. Direkt. Oh, Gegner oder so. Gut. Ein Hartstahlring. Was kann denn der Hartstahlring? Mann. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Das ist natürlich sehr cool. Könnte man glatt benutzen, dann nehmen wir halt dieses TP weg. Finde ich gar nicht so schlecht. Hey, warte. Oder? So. Eine bessere Verteidigung, das hat doch immer was. Okay, also mehr hieß hier auch nicht, ne? Warte! Warte! Man kennt ja das Spiel. Wer weiß, ob es nicht hier noch irgendwo einen Heimweg gibt. Vielleicht? Nein. So, warten wir, bis der Stein runterkommt von oben. Dann kommen wir daher. Und dann müssen wir wohl durchs Nebeltor. Wenn einigermaßen gewappnet sind wir ja. Los geht's. Ah, okay, löst dich mal auf. Heißt, hier ist eine Bodenplatte. Und von da schießt es raus, ihr Spackens. Ah, so ein bisschen kennt man jetzt die fiesen Fallen von denen. Muss man einfach mal sagen. Na gut. Ja, ich teste einfach mal die Wände so ein bisschen. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es kein Leuchtfeuer gibt hier. Oh! Okay, wo ist die Frage? Sollen wir da hoch? Oder sollen wir da runter? Ich weiß es gar nicht. Warten wir erstmal die Steinkugel ab. Die nächste und laufen wir hoch. Und oben ist. Ah! Gelaufen. So, warten wir die Steinkugel nochmal ab. Oh, ach scheiße, ich darf die nicht mal berühren, wenn sie still steht. Das ist doch bescheuert. Na gut, warten wir nochmal.
ob es hier oben einen Weg gibt. Okay. Vielleicht kann man da jetzt rein. Eieiei, hier ist also der Mechanismus der Kugeln. Hier geht's auch irgendwie runter mit Kugeln. Ach, guck mal. Jetzt schießt er die Kugeln woanders hin wahrscheinlich, ja? Okay, schießt du die da raus? Oder dahin? Das ist also Schnuppe. Gut. Und wir auf jeden Fall hier reingehen und gucken. Hier gibt es nicht viel zu gucken. Und nur runterfallen. Okay. Bis in die Richtung gucken wir mal in diese Richtung hier. Hier kann man auch nur runterfallen. Okay, hier bringt es jetzt nicht viel, aber. Oh, hier geht ein Weg. Bodenplatte. Komm, die einfach da hinten. Okay. Ach. Alter. Immer schmaler die Gänge hier, kann das sein? Sind das drei Stück? Ne, vier. Hier noch. Das ist ein Schlangenmensch. Oben ist ein anderes Viech. Hier so ein... Oh! Nein! Geh weg! Nein, ich konnte nichts mehr trinken. Scheiße. Ah, sowas Ärgerliches. Ah. Ach Mann, das nervt mich jetzt gerade total. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, ich glaube, wir schließen aber ab für heute erstmal und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann tschüss.